Moin Leute, heute dreht sich alles um den Charakter Baby Yoda, eine der wohl niedlichsten Star Wars Charaktere, die es wohl je gab. Natürlich wird es aber wieder hier nerdige Spoiler geben, zum Beispiel was ihr über den Charakter wissen müsst, seine Geschichte und so weiter. Zudem ist es eine Koop mit Phantomas, der hatte schon das Glück, der Sack, sich die Serie The Mandalorian anzuschauen. Also Leute, viel Spaß beim Video, willkommen in der Nerdschule. So, wo ist eigentlich erstmal der Bezug zum Mandalorian? The Mandalorian spielt in der Zeitlinie 5 Jahre so nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Imperium, kann man auch sagen, ist zerfallen und die Credits sind auch praktisch wertlos. Das kann man einfach so sagen. Kurz geht es darum, der mandaloranische Kopfgeldjäger Din Djarin, so vermute man, dass er wohl so heißt, bekommt den Auftrag vom Klienten, eine 50-jährige Person zu finden und würde dafür eine Menge wertvolles Breska-Stahl bekommen. Was bei Marvel zum Beispiel das Adamantium ist, ist hier das Breska-Stahl, ein wichtiger Rohstoff, um Rüstung aufzuwerten. Ja, auf den Zielplaneten bekommt er seine Beute in Form von Baby Yoda. Als aber sein Schiff von Jawas geplündert wird und er die Teile zurückholen muss, rettet ihn das Baby sogar das Leben. Trotzdem hat er sich gedacht, liefert er das Baby beim Klienten aus und kassiert das Kopfgeld. Allerdings rettet er das Baby wieder, weil er an seiner Schuld steht und den kleinen Yoda auch mag. Jetzt sind sie auf der Flucht vor den ehemaligen Imperialen und allen Kopfgeldjägern, weil auf sie einfach ein neues Kopfgeld ausgesetzt wurde. Was wissen wir eigentlich über Baby Yoda? Ganz ehrlich, diese Spezies sieht Meister Yoda sehr ähnlich aus, ist grün, hat spitze Ohren und besitzt auch die Macht, aber nicht im vollen Umfang. Es könnte sogar sein, dass noch mehr Baby Yodas am Leben sind. Das Geschlecht könnte wohl auch vermutlich weiblich sein, aber man hat gesehen, dieses oder es soll 50 Jahre alt sein und ist der Asset für den Klienten, also der Vermögenswert. Es gibt aber noch 2 Theorien. Einerseits wurde der Droide IG-11 beauftragt, diesen Asset zu zerstören. Aber Dr. Pershing wiederum wollte, dass der Asset überlebt. Die Herkunft und die Rasse sind unbekannt. Das sollte laut George Lucas auch immer so bleiben. Er plante das einfach auch so, dass es geheim bleibt. Zudem gibt es im Kanon oder im Canon nur 2 Spezien dieser Art. Der männliche Meister Yoda und die weibliche Jedl, die man aus Clone Wars kennt. Ein Fakt ist trotzdem wiederum, Meister Yoda erreichte erst mit 100 Jahren seine volle Macht. Somit braucht Baby Yoda 50 Jahre noch, um seine volle Macht zu bekommen. Ja, wurde Yoda jetzt geklont? Es gibt einige Theorien, dass Baby Yoda ein Klon von Meister Yoda sein könnte. Es scheint aber so, dass der imperiale Wissenschaftler Dr. Pershing das Kamion-Non oder wie es das heißen soll, Klonabzeichen in der Serie getragen hat. Ein Anzeichen dafür, dass Baby Yoda geklont wurde. Oder ist Baby Yoda nicht von Meister Yoda, nämlich von Jedl? Es könnte so sein, dass es Jedls Kind ist. Vielleicht hat sie im Klonkrieg deshalb den Jedi-Rat verlassen, um ihn sie großzuziehen. So, das war ein Video gewesen über Wer ist Baby Yoda und natürlich ein bisschen sowas zu The Mandalorian. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und andererseits könnt ihr natürlich auch gerne in die letzten Videos reinschalten oder wenn ihr nichts verpassen wollt, Leute, dann haut doch mal auf die Glocke und abonniert diesen geilen Kanal, oder? Stille. So, auf jeden Fall, ich bin jetzt raus. Ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.